Schönen guten Abend. Wir wollen heute über eine weitere Topologie sprechen, eigentlich über zwei, und zwar über die Ringtopologie und über die vermaschten Netze, oder auch, ja, man sagt meistens vermaschte Netze, nicht vermaschte Topologie. Ja, wie funktioniert das? Was ist denn das, gell? Also die Ringtopologie funktioniert so, dass man Endgeräte hintereinander verbindet und am Ende wieder zusammenführt. Das heißt, sie sind dann in einem Ring. Und jeder Teilnehmer im Netz hat ja, somit zwei Anschlüsse, gell? Und er sieht so mit einem linken und einem rechten Teilnehmer. Und insgesamt haben wir dann eben einen Ring. Gell? Und im Gegensatz zum Bus, gell, wenn wir den Bus dann nochmal suchen, so Stern, wo ist denn der Bus? War drunter. Also, der Bus hat den Bus und wir greifen über diese D-Stücke auf den Bus zu. Das heißt, der Bus, der lebt dann auch ohne diese Endgeräte, gell? Und beim Ring ist es dann normalerweise so, dass die Endgeräte aktiv sein müssen oder zumindest ihre Netzeinheit und somit etwas lesen und dann wieder schreiben können. Gell? Also die Endgeräte, das ist also keine passive Einheit, sondern das sind aktive Teilnehmer. Gell? Also sie müssen das Gelesene dann für, ja, wenn es für sie bestimmt war, eben für sich behalten. Und sonst müssen sie es weitergeben an den Nächsten. Gell? Also das ist ein Konzept, das es heute im LAN, also im Local Area Network, praktisch nicht mehr gibt. Gell? Es hat eine Zeit gegeben, da ist das von der IBM ja, sehr stark eingesetzt worden. Gell? Sowohl physikalisch als auch eben mit logischer Topologie nach der Funktionsweise. Aber es hat schlussendlich nicht diese Topologie im LAN-Bereich gewonnen, sondern eben die andere Technologie, die sogenannte Ethernet-Technologie. Also die Ethernet-Technologie ist wesentlich einfacher, billiger, gell? Und schlussendlich hat man damit auch sehr gute Leistungen erzielt. Gell? Ja, schauen wir mal, was ist denn das Prinzip? Gell? Also das Prinzip ist dieser Aufbau, wo sich Nachbarn gegenseitig sehen. Jedes Endgerät hat zwei Anschlüsse und hat somit einen Vorgänger und einen Nachfolger. Gell? Ja, über die Funktionsweise. Gell? Also hier geht es ja nicht nur um die physikalische, sondern auch um die Funktionsweise, also auch die logische Topologie. Und das Interessante dieser Topologie ist eben diese logische Topologie, wie eben der Datenfluss stattfindet. Und die wichtigste logische Topologie, die man auf solchem Ring aufbaut, ist eben dieses Token-Ring-Verfahren, gell? Und dieses Token-Ring-Verfahren, das ist dann eben eine Ebene höher. Das liegt über dem physikalischen Schicht und beschreibt dann, wie dann in einem solchen Ring die Daten ausgetauscht werden, gell? Also bei den anderen Topologien haben wir uns jetzt eigentlich nicht groß drum gekümmert, gell? Aber ja, sowohl beim Bus als auch beim Stern oder beim Baum oder Punkt zu Punkt, gell, haben wir irgendwo ja, verstehen können, dass ja, das wird schon irgendwo Ethernet sein, gell, und Ethernet eine ganz wichtige Eigenschaft. Ethernet hat ein stochastisches Zugriffsverfahren, gell, also jeder darf da mal ein bisschen hineinrufen, gell, und dann schaut man, was passiert, gell, das ist Ethernet, gell, aber beim Ring, na, beim Ring, gell, beim Ring ist das nicht so, gell, beim Ring, das geht dann fast militärisch zu, gell, also das wird dann vom sogenannten Token verwaltet, gell, also der Token entscheidet, wer transportiert wird, gell, und was eben übertragen wird und wohin es geht, woher es kommt, das liegt alles im Token, gell. Oh, was ist denn jetzt so ein Token, gell? Also ein Token, gell, ist das Prinzip, wie ein solcher Ring eben nach einem solchen Token-Ring-Verfahren funktioniert, gell. Und da wird eben ein Datenfluss
Datenpaket geschnürt und ein Datenpaket, das kreist im Ring. Und wenn dieses Datenpaket besetzt ist, das heißt, jemand ist drinnen, Daten sind drinnen, gell? Wenn also Datenpaket im Token da herumkreist, gell? Wie weit wird er kreisen? Bis zum Empfänger, gell? Also von einem Sender bis zum Empfänger. Und ja, wenn es beim Sender angekommen ist, gell, dann wird dieses, wird der Inhalt des Tokens dann ausgelesen von dem Empfänger und die Bestätigung, dass es angekommen ist, kann dann weiterlaufen bis zum Sender. Gell? Und wenn es leer ist, das Token, gell, dann wird es leer weitergegeben. Gell? Also das ist wie ein Zugele, das man kreisen lassen. Gell? Und wenn es irgendwo mal vorbeikommt und jemand möchte senden und sieht da ein leeres Token, gell, dann kann er seine Daten hineintun, die Adresse draufschreiben und kann es wieder abschicken. Gell. Und dann kreist dieses Token wieder gefüllt, hier von Rechner zu Rechner, bis es dann zu seinem Empfänger kommt. Gell. Ja, das ist so das Ziel. Gell. Und ja, diese Idee, dass wir eben so ein Datenpaket haben, gell, das man füllen kann und das man dann durch diesen Ring schicken kann, gell, diese Idee, gell, das ist eine logische Topologie. Gell, und diese logische Topologie folgt dann auch der physikalischen. Gell. Im Prinzip könnte man ein solches Token-Ring-Verfahren auch mit einem Stern bauen. Gell. Dann ist halt sternförmig alles angeordnet, laut Physik, gell? Laut Kabel. Aber wer sprechen kann, gell? Der folgt dem Token, gell? Auch wenn es ein Stern ist. Gell? Also somit das Verfahren der Kommunikation, gell? Das Token-Ring-Verfahren, gell? Das kann man auch bei anderen Topologien implementieren. Nicht nur bei der Ring-Topologie. Gell? Ja. Das ist eben das Verfahren, das auf dieser Ringtopologie aufbaut, gell, mit der entstanden ist. Gell, und da haben wir irgendwo, jetzt sind wir schon drüber, auch ein paar Eigenschaften, das ist es genau. Gell, und sind ein paar Eigenschaften dieser IBM, dieses IBM-Token-Ring-Verfahrens in einer Ringtopologie. Gell, und da sehen wir, steht einmal, dass es veraltet ist, das stimmt, gell? Also das Ganze, das ist auch parallel zur Ethernet-Technologie in Betrieb gewesen, aber irgendwann hat die IBM das Ganze dann eingestellt und heute gibt es das nicht mehr. Gell? Ja, und da sehen wir etwas, gell? Also wir können da ein Netz bauen, das bis zu 800 Meter lang wird, dieser Ring, gell? Also das ist eigentlich ganz, ganz schön stattlich, gell? Es ist nicht wenig. Und die Computer, also die Geräte im Netz, die dürfen maximal 100 Meter voneinander entfernt sein. Gell? Aha, gell? Also 800 Meter, das ist die Gesamtlänge, gell, des Rings, also der Umfang, wenn ihr wollt. Aber ja, und dazwischen, zwischen den Geräten im Netz, dürfen bis zu 100 Meter sein. Also das in einem IBM-Token-Ring. Gell? So, Übertragungsraten, gell? Sind eben verschiedene gewesen, 1600 Megabit, gell, war eigentlich eine gute Rate, gell. Es ist eine aktive Topologie, weil die Rechner, die müssen da mitmachen, gell, also da, das ist wie die stille Post, gell, wenn wir stille Post haben und einer kriegt was und gibt es nicht weiter, dann funktioniert es nicht, gell. Und hier ist genauso, gell, also jeder, der hier mitmacht, im Netz ist, der muss diese Pakete, diese Datenpakete da, diese Token dann weitergeben, gell. Und ja, also aktiv. Dann, Verfahren, gell, also Token Passing, dann Zugriff ist deterministisch, gell, also nicht wie Ethernet, nicht jeder darf hineinschreiben da, gell, okay, das geht da nicht, gell, also hier geht es streng zu, gell. Ja, und wird über MAC-Adressen angesprochen, also wir haben eine Adressierung eben der Hardware, gell. Mhm. Jo, das ist eben dieses Verfahren im Local Area Network der IBM. Die Idee eines Rings kann man auch in Städtenetzen umsetzen. Gell? Und in Städtenetzen ist es interessant, weil da kann man etwas machen, was der Sicherheit sehr dienlich ist. Und zwar,
wenn ein Ring kaputt wird, gell? Wenn also ein Ring kaputt wird, wenn er also aufbricht, wenn wir irgendwo eine Unterbrechung gehabt haben, gell? Also im Stadtnetz sollte hier normalerweise keine Unterbrechung sein, gell? Aber wenn wir in Bozen das warme Wasser nach Hause bringen und der Bagger passt nicht auf und erwischt eine solche Linie, gell, dann haben wir ein Problem. Haben wir aber einen Ring, dann könnten wir aus einer Ringtopologie eine, ja, da steht es, Linientopologie machen. Gell? Also wir können die Geräte dann einfach hintereinander anordnen. Gell? Also kein Bus, aber eine Linientopologie. Und das ist eigentlich eine sehr gute Idee, wenn also ein Städtenetz, ein MAN so aufgebaut ist, dann hat er eine bestimmte Sicherheit. Gell? Jetzt natürlich, wenn dann zwei Bagger arbeiten und dann verschiedene Stellen das Netz kaputt machen, dann ist vorbei, gell? Dann geht es nichts mehr, gell? Dann muss repariert werden und zwar schnell. Wenn aber ein Ring an einem Ort kaputt ist, dann kann die Architektur es erlauben, dass man dann trotzdem weiterarbeitet. Und das ist auch der Grund, warum man eine solche Ringtopologie dann manchmal in einem Metropolitan Area Network findet. Gell? Ja. Kommen wir noch zu dieser Übersicht, dieser Vorteile, Nachteile. Gell? Und ja, Vorteile. Sie sagen, das ist eine deterministische Rechnerkommunikation. Gell? Ohne Paketkollision, gell? Vorgänger und Nachfolger sind definiert. Gell? Ja, wer das liebt, gell? Also der Ernst des Lebens, gell? Der ist militärisch, gell? Sagt Weiner. Gell? Und hier sagt man eben auch, das ist ein Vorteil. Gell? Kann sein, gell? Muss nicht sein. Soll ich auch sagen, das Ethernet, gell, da hat niemand dran geglaubt, dass das wirklich gut funktioniert und dann hat Ethernet die Weltherrschaft übernommen, gell. Also, und Ethernet ist nicht deterministisch, gell, die Zugriffe im Ethernet-Netzwerk, die sind stochastisch, gell. Jemand schaut hinein, ist Platz, fahren wir los, gell. Fragen wir nicht lange, ob wir dürfen, gell. Das ist Ethernet. Ethernet, das ist Anarchie, gell. Also das da, ja. Und das hingegen nicht, das ist deterministisch. Ja, dann, alle Stationen arbeiten als Verstärker. Gell? Also jeder, der was liest, baut das Signal neu auf und schreibt es wieder. Gell? Also wie bei der stillen Post, gell? Aber eben zuverlässig. Und dadurch erreichen wir dann eben auch ja, solche Längen, 800 Meter. Gell? Weil 800 Meter mit einem Signal ohne Verstärker dazwischen, das ginge nicht. Gell? Und ja, und dadurch, dass eben jedes Gerät ja, ein Paket liest, gell, diesen Token und dann weitergibt, gell, das führt dazu, dass das Netz größer werden kann. Gell. Dann, alle Rechte haben gleiche Zugriffsmöglichkeiten. Gell. Ja, wenn Token frei ist, kann man Daten mitschicken. Gell. Also das ist doch sehr gerecht. Gell. Garantierte Übertragungsbandbreite. Ja, gell, also die Bandbreite, die ist vorgegeben. Haben wir oben gelesen bei diesem IBM. Tokenring, gell, also da 4, 16 oder 100, gell, also man hat eine bestimmte ja, Übertragungsrate da im Netz, gell, und das ist die Leistung des Netzes, gell. Ethernet hingegen, wenn im Ethernet Chaos ist, gell, dann kannst du Problemen führen, gell. Und je nachdem, ob man dort Kollisionsvermeidung macht oder nicht, kann das schlimme Folgen haben, gell. Okay. Hier hingegen haben wir eine garantierte Übertragungsbandbreite, gell, weil zu Kollisionen kommt es nicht, weil man darf nur reden, wenn man die Hand aufgezeigt hat. Gell. Okay, dann darf man reden. Wer den Token hat, der darf reden. Gell. Okay. Und das da garantiert uns unsere Bandbreite, gell, die eben, die wir haben. Gell. Ja, skaliert gut, gell, kann man also erweitern. Reguläre Topologie, leicht programmierbar, naja, so okay. Nachteile. Ja, Nachteil, ja, da haben sie ein paar theoretische Sachen da erklärt, gell. Ja, die Signalwege, gell, also da kann das eben weit werden und die Latenz kann vielleicht steigen, sagen sie, gell, okay. Latenz kann aber auch steigen, wenn da viele mitmachen, weil eben da oft gelesen und geschrieben wird dann, gell? Also das da auch, gell? Ja, ohne Ringverteile, hoher Kabelaufwand, ja okay. Also und ja, das da, man kann ein Sicherheitsproblem haben, genauso wie beim Bus.
Fall, wenn also jedes Gerät die Pakete hier liest und dann wieder schreibt, heißt das, jeder, der im Netz ist, alle Pakete bekommt, gell? Und das ist vielleicht nicht so gut, gell? Also da haben wir ein Sicherheitsproblem, gell? Und ja, und ganz wichtig, wenn man nur wenige Rechner im Netz, dann funktioniert es ja recht gut, gell? Aber wenn die Rechner viele werden, dann haben wir ein Problem, gell? Also dann wird das Ganze langsam, gell? Mhm. Okay, ja, so viel zur Ringtopologie, gell? Also diese IBM-Token-Ringschichten, die werdet ihr nicht mehr antreffen, gell? Also ich weiß nicht, ob irgendwo noch so ein altes Netz in Südtirol in Betrieb ist. Früher ja, waren sehr viele, gell, in Betrieb, also nicht in kleinen Büros oder in kleinen Betrieben, gell, aber etwas größere Betriebe, die haben solche IBM-Token-Ringnetze in Betrieb gehabt. Gell. Und ob davon noch irgendein altes Monster irgendwo läuft, gell, also ich zweifle eher daran, gell, aber vielleicht, gell, also ja, und sollte es hier in einen Betrieb kommen, dann ist sicher vielleicht irgendjemand schon da, der damit schon gearbeitet hat und die Erfahrung damit hat, gell, aber auf jeden Fall ist das eine Technologie aus der Vergangenheit. Ja, hingegen bei Metropolitan Area Netzwerke, Stadtwerke, gell, da kann es schon eine ganz gute Grundlage sein, gell. Auch wenn man da inzwischen so Ethernet-Technologien im Einsatz und das Ganze dann ja ein bisschen anders aufgebaut ist und nicht so ringförmig, gell. Mhm. Aber ein Backbone oder so könnte vielleicht so implementiert sein. Wird man viele solche Sachen antreffen, im LAN nicht? Wer im MAN-Bereich da arbeitet, vielleicht schon, gell? Okay. Ja. Vermaschte Netze. Also hier reden Sie von vermaschten Netzen und beschreiben eigentlich nur die voll vermaschten Netze, gell? Und die voll vermaschten Netze sind Netze, wo jeder Rechner mit jedem anderen verbunden ist, gell? Also jeder mit jedem, gell? Dieses Bild da ist eigentlich nicht voll vermascht, gell? Weil nicht jeder mit jedem verbunden ist, gell? Die ist eigentlich teilvermascht. Und teilvermascht heißt ja, es gibt zu vielen Rechnern oder zwischen vielen Rechnern auch alternative Möglichkeiten. Also es gibt nicht nur einen eindeutigen Weg. Das ist nicht wie beim Bus oder beim Ring oder beim Stern oder auch bei einem Baum. Weil da haben wir nicht alternative Wege, gell? Hingegen bei vermaschten Netze, gell, da gibt es alternative Wege. Und zwar unterscheiden wir mal zwischen voll vermascht und teilvermascht, gell? Also voll vermaschte Netze, dort ist jeder mit jedem verbunden, und teilvermaschte, wir haben einfach alternative Wege auch, gell? Und ja, kommen wir mal zum Einsatz, wo brauchen wir das? Also, die voll vermaschte Vernetzung, die findet man praktisch nie. Aber es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn jemand einen Großrechner baut, gell, und der Großrechner, das ist etwas wirklich Gewaltiges, gell, also einer, der das Weltklima ausrechnen kann, gell, für die nächsten 30 Jahre, gell. Da braucht man einen großen Rechner, gell? Da können wir nicht einfach nur so einen PC nehmen, gell? Oder Laptop vom Lehrer, gell? Das geht nicht. Gell? Und ja, wenn wir einen Großrechner bauen, dann haben wir ein Problem. Weil einen Großrechner haben wir nicht einfach auf einer Motherboard Platz. Das ist das Problem. Gell? Also auf der Motherboard kriegen wir vielleicht ein paar Kernels unter, gell? Also ein paar CPUs. Aber wenn wir einen Großrechner bauen wollen mit so richtig vielen CPUs, dann müssen wir oft eine Vernetzung zwischen mehreren Einheiten machen. Gell? Und ja, da baut man halt so Großrechner zusammen aus vielen Einheiten. Gell? Und zwischen diesen Einheiten braucht man ein schnelles Netz. Und da können wir nicht einen Stern haben oder einen Bus. Gell? Ein Bus, pfui, nein, das geht nicht. Nee, dort ist das Beste, wenn man jeden mit jedem verkabelt, jeden mit jedem verbindet. Und jetzt, je nachdem, wie viel wir solche Module haben, gell, haben wir dann halt auch viele Kabel. Gell? Also wenn jeder mit jedem verbunden ist, dann kommt eine große Anzahl zusammen. Gell? Gell, das kann man auch ausrechnen. Gell? Das, ja, weil auch, ja, bei Mathe Känguru könnte das ja Frage sein. Gell? Und halt die Antwort ist, wenn jeder mit jedem anderen verbunden ist. Gell? Also die anderen, wenn wir n haben, dann haben wir
Für jeder, jeder ist n. Und mit wie vielen ist er verbunden? Mit n minus 1. Also haben wir n mal n minus 1 Verbindungen. Aber weil die Verbindung nach vorne und zurück geht, gell, und das noch eine braucht, gell, dann ist es die halbe. Also ist es n mal n minus 1 und alles geteilt durch 2, das ist die Anzahl der Verkabelung. Und das geht ja quadratisch nach oben. Gell? Also n mal n minus 1 ist eine quadratische Funktion. Und das steigt sehr schnell, sehr weit. Gell? Und deshalb hat man bei so Großrechnern dann einmal eben den Aufwand der ganzen Einheiten und CPUs und alles zu bauen und dann die Vernetzung dazwischen. Und das wird dann auch richtig teuer. Gell? Also das machen nicht viele solche Großrechner, aber das ist schon cool. Gell? Ja, und da hat man eben so voll vermaschte Netze dann bei solchen Großrechnern. Gell? Also solche Netze, die eben die einzelnen Module dann miteinander vernetzen. Gell? Also das ist eine Möglichkeit, so einen Großrechner dann zu bauen. Gell? So, ein anderer Einsatz für teilvermaschte Netze, das ist eigentlich unser WAN, das Wide Area Network. Und zwar, es gibt hier nicht die Zentrale, gell? Also es ist nicht so, dass jeder Datenkabel von Italien bis nach Rom führt und in Rom ist eine große Zentrale, gell? Nein, stimmt nicht, gell? Also man wird dann also von Bozen weg halt irgendwo hinfahren, gell? So Richtung Süden vielleicht, Autobahn entlang oder Eisenbahn entlang, gell? Oder auch, ja, vielleicht fahren wir Richtung Norden, vielleicht fahren wir auch irgendwo, ja, Richtung Westen, gell, und dort irgendwo in die Lombardei, wer weiß, gell. Also auf jeden Fall, es gibt viele Wege und vor allem, wenn die Berge nicht dazwischen sind, gell, dann gibt es vielleicht noch mehr Möglichkeiten, gell. Das Eisenbahnnetz, das ja, erlaubt ja auch, dass wir Alternativen haben, zumindest manchmal, gell. Können wir um die Ecke fahren oder so noch oder andersrum, gell. Und das ermöglicht eben ein teilvermaschtes Netz. Und ein teilvermaschtes Netz ist eben das WAN. Gell? Das WAN ist teilvermascht. Gell? Also es gibt nicht nur immer einen Weg. Es kann auch mehrere Wege geben. Gell? Und das ist eben dieses teilvermaschte Netz. Und das führt dann auch dazu, dass dieses WAN ja relativ sicher sein muss. Gell? Also das WAN gibt mir dann die Möglichkeit, alternative Wege zu haben. Gell? Okay? Wenn das Eisacktal zu ist und ich muss nach Sterzing, gell, da kann ich auch durchs Saarental fahren und dann droben drüber. Gell. Das ist ein Teil vom Maschtes Netz, gell, also ich habe Alternativen. Ja, und ja, so haben wir eben das voll vermaschte Netz praktisch nur bei Großrechnern, also eigentlich ja, selten, aber dann eben wichtig, wo wir es haben. Und Teil vom Maschtes Netze sind hingegen doch sehr geläufig. Ein Teil von Maschen Netze haben wir dann eben im WAN. Gell? Also wir konfigurieren sie dann meistens nicht, sondern wir sind dann einfach Benutzer. Ja, und wenn wir da mal so ein bisschen runterschauen, gell? Da haben wir da ja, Vorteile und ein paar Nachteile. Schauen wir mal. Also, es ist die sichere Variante des Netzes. Ja, gell? Also die sicherste, sagen sie, ja, wenn wir alternative Wege haben, gell, dann wird es halt sicherer, zuverlässiger. Gell. Dann beim Ausfall eines Endgerätes oder Teilnehmers gibt es eine Umleitung. Gell. Also das ist, man hat also hohe Konnektivität, viele Verbindungen. Gell. Dann ist sehr leistungsfähig. Gell. Ja, es ist, ja, je mehr Straßen wir haben, umso mehr Verkehr kann man insgesamt eben aufnehmen. Gell? Also es ist nicht immer, dass so wenig unterwegs sind wie im Moment. Gell? Also haben wir die Möglichkeit, hier viel zu übertragen. Dann, voll vermaschtes Netz bestätigt kein Routing. Sagen wir so, kompliziertes Netz und kein Routing kann das sein. Und die Antwort ist ja. Gell? Weil wenn es voll vermascht ist, dann sieht jeder jeden. Gell? Also da müssen wir keine Datenpakete irgendwo um die Welt routen. Gell? Also weil wir diese Direktverbindungen haben. Nachteile. Ja, man braucht viele Kabel. Gell? Also das ist eine wilde Sache. Und nicht nur viele Kabel, man braucht auch viel Platz, um das Ganze unterzubringen und viele Schnittstellen auf den Geräten. Gell? Also das ist dann schon ein großes Problem. Also das ist auch der Grund, warum man solche vor allem vollvermaschten Netze nicht umsetzt. Gell? Teil vom Masten hingegen schon. Gell? Ja. Also viel Kabel, aufwendig, gell?
Man braucht mehr Energie natürlich, weil jede Verbindung muss ja versorgt werden, hat eine Karte oder so im Praktischen, gell? Und hat, ja, wenn wir Vollvermastes haben, dann haben wir eben kein Routing, gell? Wenn wir aber Teilvermastes Netz haben, dann brauchen wir Routing und das kann auch schon mal ein bisschen lustig sein, gell? Jo, also das waren jetzt diese zwei Topologien. Die Vermaschte, gell, Vollvermaschte nur für Großrechner, Teilvermaschte im WAN oder auch im GAN, gell, also große Netze. Gell. Mhm. Und die Ringtopologie. Gell, also im LAN war es früher sehr stark, im MAN können wir heute auch solche Netze dann haben. Gell. Okay. Und tschüss.